Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap. Die Vierfachversion in der Version 1.2. Wir sind dabei, haben jetzt gerade vom letzten geernteten Feld das letzte Stroh geholt, sind auch schon direkt dabei, das neu zu sehen. Und da kriege ich auch schon direkt eine Fehlermeldung. Gut. Nee. Das nervt mich gerade so ein bisschen hier. Da hatte ich so ein bisschen Verständnisprobleme. Welches denn der für ihn zuständige Wegpunkt ist. Aber mal hoffen, dass er da fehlerfrei dran vorbeikommt. Dann ist alles gut. Dass er mir nicht so große Inseln hier stehen lässt. Naja, hier sieht es ja noch ganz gut aus. Dass ich den gleich abfange, wenn er am Kompost Master ist. Einfach weil er muss dann ja nicht wieder zurück dahin. Ich würde ihn dann schon mal Richtung Feld 12 fahren. Würde zusehen, dass er da dann ein bisschen was macht. Gucken wir mal, ob er hier sein Abkippmann über sein Feld 12 kann er noch gar nichts machen, weil es noch gar nicht geerntet ist. Das machen wir jetzt gleich. Aber wichtig ist mir eben, dass der hier mal anfängt und ein bisschen bisschen Stroh hier mal los wird, endlich. Das ist auch witzig, ne? Ich habe den Kurs neu eingefahren. In der Session, wo ich ihn neu eingefahren habe, funktionierte das null. Er ist nicht einmal richtig rückwärts hier rangefahren. Dann habe ich die Session beendet, habe eine neue Aufnahmesession gemacht und alles war gut auf einmal. Schon sehr seltsam, finde ich. So, Abfahrer entlassen. Kurs löschen. So. Er muss tanken. Jeden Fall. Das kann ich am Hof machen. Ich muss jetzt noch nicht zu Feld 12 fahren, sondern ich fahre jetzt den mal zum Hof zurück. So, das Feld 4 wird bearbeitet. Dann kann ich gleich mal dafür sorgen, dass Feld 12 abgeerntet wird. Dass wir das dann auch mal hinter uns haben, das Thema. Oh, weil der hier muss ja jetzt erstmal getankt. Da steht natürlich ein anderer im Weg. Ja klar. Gucken, kann ich den hier tanken? Gut, dann machen wir erstmal eben sauber. Die ist ja schnell sauber. Im Gegensatz zu dem Traktor wahrscheinlich.
vielleicht. Der andere muss auf jeden Fall tanken. Sauber machen kann man den Anhänger eigentlich auch gleich. Und dann benutze ich den nämlich nicht, weil ich habe den anderen ja auch noch hier draußen stehen, oder? Das so aussehen. Was ist denn für ein Tank, ey? So. Ja, aufräumen tue ich hier später. Den wollte ich da ein. Ja. Ja, machen wir hier nochmal 75.000 Keys rein. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Na los, lauf voll. Also nein, das bringen wir natürlich zur Zementproduktion, das ist ja klar. Muss ich hier tatsächlich mal schauen, ob ich dann irgendwie hier einen Cosplay-Kurs einrichte mit irgendeinem kleinen Kipplaster, der das hier dann immer automatisch zur Zementproduktion bringt. Das hat ja sonst keinen Sinn. Moin. So, das läuft. Der steht da. Wunderbar. Dann wollen wir mal hier mit Feld 12 anfangen, was? Roggen habe ich noch nie geerntet. Schauen wir mal. Wie viel Roggen wir da rauskriegen. Wetter ist ja jetzt nicht so schön. Nein, Wetter ist schon schön. Bin einfach nur dunkel. Das ist alles.
Ablage einschalten, ganz wichtig. So. L12. Vorgewende. Ist hier Feldinseln? Berechnen. So. Er drescht hier schon mal. Kann das sein, dass Roggen sehr schnell voll macht? Oh Gott. Das floppt doch. Ja, ich habe noch keinen Abfahrkurs hierfür. Werde aber gleich mal einen bauen müssen. Zum Glück durchfahren kann. Ich ja frecherweise die Kursaufzeichnung hier beginnen lassen. Ja, der Xerion ist leer. Ich sehe es. Mache ich gleich, wenn ich den Kurs eingefahren habe. Ich hätte jetzt natürlich auch warten können, bis der Trailer voll ist. Läuft so schnell voll, das ist unfassbar. Ich muss auch gleich unbedingt den Kurs vom Drescher speichern. Oh.
ist voll. War ja klar. Ja, gut. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Und ja, wir sehen uns morgen wieder, hoffe ich. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Abonniert mich oder schaltet morgen tatsächlich wieder ein. Das würde mich natürlich noch viel, viel mehr freuen. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!